Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren heute auf derben Trash-Content auf YouTube, weil Reportagen, das ist mir natürlich sofort eingefallen, der Name, hat ein Diss-Track gemacht, wo er viele YouTuber hops genommen hat. Und bei einigen war das nur so aus Spaß und einfach nur so ein kleiner Front. Und bei anderen, auf einige Leute, war er richtig, richtig, richtig sauer. Und die Leute, wo er richtig sauer war, die wollen wir uns angucken. Das Blöde ist beim derben Trash-Videos, Leute, die das als Trash empfinden, disliken das vielleicht mal und gucken den Kanal nicht mehr und ziehen sich die Videos nicht rein. Aber die haben trotzdem eine große Fanbase. Und egal, wie oft sie ihre Zuschauer belügen, verarschen, Scheiße machen und sonst irgendwie reden, ist es letztendlich egal, weil YouTube vergisst alles nach ein oder zwei Wochen. Und die können so viel Trash-Content machen, wie sie wollen. Aber ab und zu gibt's mal Leute, die da rüber gucken, was passiert, was macht da eigentlich mein Kollege? Und das mal ein bisschen aufdecken. Oh mein Gott, ist das scheiße, was da abgeht. Und genauso wie Reportagen werden jetzt Romatra und ich uns das reinziehen, was denn da so der ein oder andere Kollege für Müll produziert. Viel Spaß mit den Highlights. Mhm. Bumm, wir sind drin. Bist du ready? Ich bin so bereit. Ich habe alles gemacht, was du gemacht hast, während du es gesagt hast. Geil. Ich finde, er sieht scheiße aus. Romatra, das darf er doch nicht. Wir gehen ja nur auf Content. Wir gehen nur auf Content. Und auf Aussehen. Guck ihn dir nochmal an. Oha, Romatra. Jetzt kriegst du einen Shitstorm. Ich enthalte mich und distanziere mich von dieser Aussage. Das ist der Moment, auf den wir monatelang hingearbeitet haben. So viel Kraft und Arbeit einfach rein investiert in den ganzen Umzug. Weil Auswandern in ein anderes Land ist gar nicht so einfach. Man muss so viel Papierkram und alles regeln. Allein schon wegen dem Umzug. Wir haben über 30 Umzugskartons gehabt. Durchmal, alles ist komplett leer. So hier oben war natürlich nicht so viel. Aber zum Beispiel hier unten, meine Gaming-Ecke ist komplett weg. Hier unten auch. Arubibi ist auch am Start. Natürlich, der kommt mit. Der ist süß. Der ist sehr süß. Was soll ich sagen? Der ist süß. Das ist ein süßer Hund. Die Wick. Okay, ja. Das war das schon. Wir müssen euch gleich mal die Tasche zeigen, wo Taro rein muss. Also Leute, hier. Seht ihr den größten Unterschied? Hier muss Taro rein, damit er mitfliegen kann. Okay Leute, wir sind jetzt am Flughafen. Taro, darf man das? Was? Den Hund da reinquetschen? Ich glaube, der muss, wenn er mitfliegen will. Okay, weiter. Auch am Start. Ellie sowieso. Ey, der Flughafen ist so leer. Weiß seine Freundin eigentlich, was der für Content macht? Safe. Was wäre, wenn man mit der mal redet? So, hey, wie stehst du zu dem Content von C-Max? Das würde mich mal interessieren. Ja. Ob sie einfach sagt, ja, ich finde den Content von meinem Freund gut. Den unterstütze ich. Weißt du, also, das kann sich, also, ja. Die machen den Content zusammen, schreiben sie alle. Okay. Und wir haben ein bisschen, also ich habe voll die Sorgen, weil es gibt irgendwie so einen PCR-Corona-Test. Ich laber nur Müll. Es gibt so einen PCR-Corona-Test und dann gibt es so einen Schnelltest. Und die Frau, wo wir das Check-in gemacht haben, weil wir mussten halt Taro, den Ehrenbruder, nochmal separat einchecken lassen. Ey, diese Treppen, ich liebe es einfach. Wisst ihr, das ist das Geilste, was es an Flughäfen gibt. Einfach hier so auf chillig. Zählt das als Treppe? Warte. Ich hoffe, die Cam fällt jetzt nicht runter. Ja, dann war es komplett. Leute, wir haben Ey, also ich weiß nicht, wie dieses Video, bis jetzt ist es ja noch recht harmlos, ich weiß nicht, wie dieses Video den Turn machen kann, sodass er Leute mit Hundescheiße bewirft. Ich weiß es auch nicht. Extra für 3K eine Kamera mit richtig geilem Stativ und allem und allgemein Objektiv, Mikrofon geholt. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall im Flugzeug. Taro ist auch am Start. Film mal raus, dass man es sieht. Ich hoffe, man hat es gesehen. Wir werden auf jeden Fall auch filmen, wie wir abheben. Sie ist eh schon komplett abgehoben. Das ist ein A320, das höre ich. Wieso lachst du? Leute, wir sind gerade im Flieger. Wir heben gerade ab. Ich zeige euch mal, was abgeht. Taro? Taro. Taro ist ausgewählt. Taro trinkt. Mach die Kamera jetzt auf. Free. Ich find's gar nicht lustig. Okay Leute, wie man unschwer erkennen kann,
Ellie und ich sind endlich angekommen. 2 Stunden Flug, ging eigentlich voll klar. Wir hatten einen Geht Sitz voll, quasi ne? frei Wohin neben sind die geflogen? Uns. Also es sind ja mal so Dreiersitz rein. Und dann hat sich Ellie ein bisschen auf meinen Schoß gelegt und hat ein bisschen geschlafen. Ich bin so ein Mensch, ich kann nicht so schnell einschlafen. Noch eine kleine Story. Ihr müsst euch vorstellen, man braucht so einen Negativ-Corona-Test und keinen Schnelltest, sondern irgendwie so einen CPR-Test. Ellie und ich wussten das halt nicht. Und wir haben extra 2 Tests gemacht, weil der halt nicht älter als 72 Stunden sein darf. Aber wir haben diesen Schnelltest gemacht und keinen CPR-Test. Und dann hat schon die Frau bei Check-in gesagt, ja, ich hoffe, ihr habt einen CPR-Test und keinen Schnelltest. Und ich schon so zu Ellie, ey, wenn wir wirklich deswegen nicht fliegen dürfen, war es komplett, ich weine und alles. So. Und dann einfach, so viele Leute wurden kontrolliert und so wegen den Tests und allem. Und wurden weggeschickt? Genau, und wurden weggeschickt. Locker 3-4 Leute konnten nicht mitfliegen. Ich hatte schon so komplett Stress. Ich so, okay, wir können jetzt nicht mitfliegen, wir haben keinen CPR-Test und so. Auf einmal wurden wir aufgerufen? Ja, dann wurden wir aufgerufen, aber nicht von der Frau, die so streng war, sondern von dem Mann, der da stand. Er so, die ja. Die Leute durchgelassen. Genau, die Leute durchgesagt. Genau, und dann meinte er so, ja, wo steht bei euch CPR drauf? Wir so, ja, wir haben den gestern gemacht und so. Und er hat uns auf korrekt durchgelassen. Ihn hat es nicht gejuckt bei der Frau. Der hat uns straight weggeschickt, weil die übel. Alter, der hat erstmal seinen Job verloren nach dem Video. Chillig, Alter. Okay, wir weitermachen. Aber was ist CPR? Er redet gerade um CPR-Test. Keine Ahnung, CPM ist alles an, was er denken kann wahrscheinlich. Und deswegen ist CPR da nah dran. Okay, gut. Übel streng war. Ey, und sowas nenne ich einfach so viel Glück. Vor allem, wie kann man... Das war einfach Schicksal. Ja, das stimmt. Das war einfach Schicksal. So. Wir hatten in den letzten Monaten so viel Pech. Der ganze, alle Fluggäste haben jetzt einfach Corona und er feiert es übel. Da hatten wir jetzt einfach einmal... Ich will jetzt nichts sagen, aber wir wohnen in Barcelona. Was? Auf jeden Fall sind wir jetzt in unserem Haus. Okay, es ist ein Haus. Es ist keine Wohnung. Du kannst ja ganz bisschen leaken so. Ich leak gar nichts. Mach von hier. Nein, morgen kommt die Haustour. Wie ach so, stimmt. Ja, habe ich voll vergessen. Deswegen, Leute, wie gesagt. Okay, sie ist auch nervig. Du musst auch deine Meinung sagen, Max. Von dir kommt zu wenig. Ich muss ja. Es wäre zu negativ, wenn ich was sage. Es wäre alles negativ, was ich sagen würde. Ja, aber du musst mir wenigstens zustimmen. Weißt du, du darfst nicht einfach nur lachen und weitermachen. Ich enthalte mich da. Du darfst ihn nicht. Ich enthalte mich. Die Glocke, um es nicht zu verpassen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Wir werden einfach daily unsere Tage hier in Barcelona, in Spanien filmen. Ich kann euch so einen kleinen Sneak Peek vom Garten geben. Also hier ist quasi so unsere Terrasse im Erdgeschoss. Chillig, sieht aus wie ein Gefängnis. Rumatra! Was denn? Ich bin übel am Reacten, ich streng mich übel an, sag jetzt mal was. Ja, ich weiß auch nicht, ob das ein Garten ist. Eher ein Innenhof, ist ja nichts grün. Das alles, was grün ist, ist Unkraut. Was da nicht hingehört. Ich weiß nicht, ob das Garten nennen kann. Aber der Mülleimer in der Mitte von den Stühlen ist chillig. Gehen jetzt erstmal in die Innenstadt, schauen uns alles an. Ich werde ein bisschen für euch filmen. Wir gehen einkaufen, erster Einkauf in Barcelona. Ihr seid live, the boy. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Sag doch was, Max. Was soll ich sagen, Umatra? Mann, eigentlich wollten wir einfach nur Reportagen sehen und der hat so heftig gegen Simex geschossen, dass wir das jetzt auch reinziehen müssen. Und Scheiße. Wir nehmen das... Nein. Okay, Leute, wir sind jetzt unterwegs in den Streets. Gebt euch mal die Straßen hier. Die sehen so... Wir sind unterwegs in den Streets. Gebt euch mal die Straßen hier. Schön aus. Es ist alles hier so schön. Das einzige Nervige ist auf der Straße so Maskenpflicht. Aber das ist sowieso nur zur eigenen Sicherheit. Ja, deswegen. Das juckt mich nicht. Solange... Ey, sie hat es ja auch voll verstanden. Ja. Sie hat es ja auch komplett verstanden, wofür die Masken sind. Zur eigenen Sicherheit, die Masken. Da hat man wieder... Max... Ja, was denn? Nichts, erzähl mal die Geschichte, erzähl mal ein bisschen was. Also ich trage meine Masken immer und überall, falls ich Corona habe, damit ich niemanden anstecken kann. Das ist der Grund Nummer eins, das ist Maskenpflicht. Und, aber wenn sie sagen, sie tragen es zur eigenen Sicherheit, Hauptsache sie tragen sie, okay? Das ist auch wieder ein bisschen wahr. Also sie tragen sie, immerhin sind es keine Leugner oder so ein Scheiß, immerhin tragen sie. Okay. Shoppen gehen kann und so, die ganzen Sachen. Es ist so cool. Und ich bin so glücklich. Jetzt hier nach links. Leute, wir gehen gerade, wie gesagt. Großeinkauf machen, wir nehmen euch mit. Oh, warte mal. Was denn? Nice Tachnis. Wow. Du nervst. In dem Fall wollte ich einfach sagen, was,
auch mir aufgefallen ist, der Verkehr hier mitten in der Innenstadt. Ist so crazy. Der ist zu crazy. Jeder fährt, wie er will. Ja, jeder fährt, wie er will. Jeder fährt so schnell, wie er will. So, aber es ist einfach so cool, Mann. Die Leute sind so cool. Umatra? Der feiert das, dass die Leute direkt in der Innenstadt alle 70 fahren und dass es auf der Innenstadt vierspurig ist. Richtig viel Verkehr durchgeleitet wird. War mega Spaß. Und du musst es aber am Reacten. Ich habe genug reacted erstmal. Du musst jetzt es reacten. Ist, in allen großen deutschen Städten machen sie gerade das in der Innenstadt, dass man nicht mehr Auto fahren darf, nur noch Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel. Ja, ja. Und da fährt durch Barcelona, fahren sie auf einer Alibi-Autobahn mit 70 vierspurig durch den Ort und er feiert es so sehr. Es ist so am Genießen, ne? In Deutschland darfst du überall nur noch 30 fahren einfach. Einkaufen. Wir haben die Cam aufgestellt. Die Leute sind hier sogar so cool. Die sind viel zu freundlich zu ihm. Die wissen nicht, wer er ist, glaube ich. Das ist... Ja, sich nicht, wenn du filmst. Ja, die hat gesagt, richtig cool. Für Fortnite. Hey, man darf doch nicht in Einkaufsläden filmen. Wieso? Ist verboten, darf man nicht. Vielleicht. Du musst in jedem Vlog und jedem Stream aufhören oder die anderen sind reingegangen und haben die Kamera vorne gelassen. Ist das nur in Deutschland so oder insgesamt in Europa? Für Fortnite. Schatz. Für Fortnite. Leute, geht vorbei, ich bin wieder todescringe, aber für Fortnite. Ja. Nein, schau mal, das Eau de Toilette, Fortnite-Spray und Fortnite-Mäppchen. Lass das irgendwann mal holen, so Zeug, und dann verlosen. Ja, ich hol's jetzt. Nein. Auf Cringe-Basis, doch. Für Schad, Fortnite. Schad. Wir haben einen Riesen-Einkauf. Warte. Das ist Rumatra, sag es. Er fühlt Fortnite so sehr. Er will einfach nur das Fortnite-Parfum haben. Seine Freundin lässt ihn nicht. Ja, lass mich noch anschauen. Können wir bitte weitermachen? Ja, okay, aber für Fortnite eigentlich. Leute, ich darf es nicht holen. Ja, kannst du schieben? Dann denkst du es. Nee, egal. Okay, Leute, erste Straftat wurde schon mal begangen. Einfach Wagen abgezogen. Film mal. Wir haben einen kompletten Großeinkauf gemacht. Wir wollten kein Taxi holen oder so. Und dann einfach Wagen abgezogen. Junge, das gar nicht. Ja, weil die hatten da nur so kleine Tüten. Aber wir zeigen euch den Einkauf, wenn wir zu Hause sind. Okay, ich habe gesagt, ich werde nicht so viel leaken. Trotzdem, hier seht ihr den Haupteingang. Und wir haben einfach einen Einkaufswagen abgezogen. Ich weiß nicht, ob man es vorhin so gut gehört. Liegt da eine Brezel auf dem Boden? Ja. Aber und eine Brezel. So, wir wollten kein Taxi jetzt holen, weil es wäre voll der Eck gewesen. Ja, außerdem ist unsere Straße momentan gesperrt und da können keine Autos reinfahren. So, und... Wieso klaut er so selbstverständlich einen Einkaufswagen und ist da auch noch stolz drauf? Video würde ich davon jetzt auch nicht machen. Hä? Also, es wäre ultra cool, wenn das jemand den Ladenbesitzer erzählt. Hier haben wir auf Beweis, ja, der hat bei euch eingekauft, danach hat euren Wagen geklaut. Und dann direkt schon erster Tag, erste Anzeige. Deswegen, ich hätte nicht vom Taxi noch irgendwie die Straße rein, die ganzen Sachen oben. Verstehe ich total. Deswegen einfach nicht so. Ich sollte auch bei der Kasse das Portemonnaie rausholen und bezahlen und das war super stressig, das war da so voll im Laden. Ich bin einfach direkt rausgefahren mit dem Wagen. Also das ist mega cool, haben wir alles abgezogen, den ganzen Einkauf. Chorjuks. Durch die Innenstadt gegangen mit diesem. Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für Simex. Ich habe das im Urlaub vor 4 Jahren auf Lanzarote auch gemacht. Da sind wir sofort einkaufen gegangen und haben die Einkaufswegen die ganze Zeit zum Hin und Her geschoben. Ja, aber den bringt man auch wieder zurück. Ja, natürlich. Also ich hoffe, er hat ihn auch wieder zurückgebracht. Aber wir haben auch schon mal Einkaufswagen einfach... Aber mir war es komplett egal. Ellie war so am Anfang, nee, lass lieber nicht machen. Am Ende kommt noch Polizei. Dann an der Kreuzung war sogar ein Polizeiauto. Und sie so, geh zurück. Ich so, nee, lass doch einfach schnell weiter. Sie so, nein, geh zurück um die Ecke. Ja, wir sind um die Ecke gegangen. Junge, es war so eine dumme Idee gewesen. Und dann hätten die uns aufgehalten und ja. Aber wir sind heil eingekommen, Großeinkauf, 200 Euro gezahlt. In Deutschland hätten wir dafür in einem Edeka oder Rewe 400, ungefähr 500 Euro 600. gezahlt. Hier sind die Lebensmittel voll billig und ich will auch... Max, was ist, wieso 600? Vielleicht sogar 700. Ja, in Hamburg, in Innenstadt, vielleicht, ohne Witz, ich hätte für den Einkauf 1000 bezahlt. Gespannt. Mindestens. Aber die werden bestimmt voll gut schmecken. Und jetzt räumen wir erstmal alles ein. Wir einen Kühlschrank hatten, der nur so groß war. Jetzt haben wir einfach Gefrierschrank und Kühlschrank. Mehr will ich nicht leaken, aber
Hier Gefrierschrank. Das ist so viel für uns. Und hier Kühlschrank, der muss sauber gemacht werden. Aber ich räume die Sachen trotzdem jetzt schon ein, weil es kommen erst morgen. Ist der sauber gemacht worden, Max? Was denkst du, wurde dieser Kühlschrank irgendwann mal sauber gemacht? Mhm. Unsere Sachen an morgen in der Nacht und wir können die Sachen nicht draußen lassen. Und wenn unsere Putzsachen morgen ankommen, dann räumen wir den Kühlschrank aus, machen ihn sauber und räumen ihn dann wieder ein. Schreibt mal in die Kommentare, wie schön sie ist. Weil diese Straßen hier sind so schön. Nee, du, ich wollte gerade Pause machen und auf einen Kommentar von dir warten. Ich enthalte mich da komplett, du redest. Ich sag dazu nichts, wir schauen weiter. Mann, ich kann mich manchmal nicht entscheiden, ob die Straßen schöner sind oder sie. Aber dann gehe ich doch eher auf die Straße, wenn ich das hier sehe. Auf jeden Fall, gebt euch mal, wie breit das ist. So, Taro, Elli, geile Qualität, weil wir haben viel Geld investiert. Nee, aber wirklich, so eine geile Qualität auf meinem Kanal. Wir müssen einfach alle 30 Sekunden nur Pause machen. Kurz durchatmen und weiterschauen. Und weitermachen, das reicht darauf als React, das reicht schon. Ich glaube, das ist niemand gewöhnt. Und ey, egal um welche Uhrzeit, hier ist immer so viel los, auch während der Corona-Phase. Allgemein, hier ist mega cool einfach. Da ist immer mega so cool, Alter. Viel los. Die fahren 70 auf einer Vierspurigen in der Stadt, super laut und ja. Keiner hält sich an die Corona-Maßnahmen. Finde ich mega geil. Das sind echt nur Vorteile. Da würde ich jetzt so gerne hinziehen. Ja, jetzt habe ich auch Bock. Leute, ihr seid live dabei. Taro. Verdammt. Oh, geht's los? Jetzt geht's los, Max. Jetzt geht's los. Deswegen gucken wir das Video. Mal mach es. Verdammt nochmal, mach es. Und wie sieht die Wurst aus? Zeig das Würstchen. Flüssig. Es ist flüssig. Es ist absolut Flatterschiss. Er verträgt das spanische Essen nicht. Leute, das Ding ist... Wie kann man denn so sehr einen Hund beim Scheißen filmen? Hä? Hä? Dabei... Wir haben ihm nur so Nassfutter gegeben, was wir im Laden bekommen haben. Er will gar nicht aufhören. Auch mega gut erzogen einfach. Ja, Feini, bist du ein Feini. Was sagen Sie dazu? Das war Taros erster offizieller Schiss auf der Straße in Barcelona. Oder wie dein Dad sagt, Barcelona. Hier, okay, schmeiß mal weg. Ich fass es nicht an. Jetzt auf einmal. Nimm es in die Tasche und dann nehmen wir es mit nach Hause. Was? Ja, hä? Wir müssen doch... Nein, das ist... Da war doch noch übel der Fleck auf dem Boden, oder? Mhm. Da sieht doch jeder, dass da gerade hingeschissen wurde. Das ist die erste Kacke von Taro. Die müssen wir doch sammeln. In Barcelona. Nein, wieso machst du das? Nein, nimm doch mit jetzt. Wo ist das? Nein, das ist... Das war doch schon im Müll. Er wollte es vorher nicht nehmen, aber aus dem Müll holt er es raus. Das ist die erste Kacke von Taro. Willst du die nach Hause aufhängen? Junge! Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Auf ein Auto. Nein. Komm, wir werfen... Wir laufen weg. Elli! Hörst du? Ich schwöre, ich hab getroffen. Ja! Gleich gedacht. Stopp! Das kann ich jetzt nicht fassen, das ist doch absichtlich. Was ist absichtlich? Das macht er doch absichtlich. Der macht das nicht für seine Zuschauer, der macht das dafür, dass andere Leute darüber berichten und dass dadurch ein Skandal entsteht. Ja, nee. Oh, schwierig. 100 pro. Oh. Ist er so dumm, dass er es witzig findet, Leute mit Scheiße zu bewerfen? Oder denkt er sich, ich mache jetzt einfach einen Skandal, dann reagieren alle, schlechte Presse ist auch Presse. Ich weiß was nicht, sagt ihr, Zuschauer? Ist das kalkulierte PR-Aktion oder ist er wirklich so dumm? Einmal bitte eine Abstimmung, Moderatoren. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er so dumm ist. Kann ich mir nicht. Er hat das genau für Leute wie wir gemacht, die sich das jetzt reinziehen. Und wir sind drauf reingefallen, meinst du? Dann sind wir die Dummen. Also wenn er das gemacht hat, dann sind wir gerade die Dummen. Doch. Wenn er das nicht für... 84% der Zuschauer sagen, der ist so dumm. Wenn er nicht so dumm ist und das alles kalkuliert ist, dann sind wir die Dummen, Max. Ist so. Es gibt hier einen Dummen. Entweder der im Video oder der das Video schaut. Aber einer muss der Dumme sein, Max. Doch. Es ist ja trotzdem dumm, Leute mit Scheiße zu bewerfen als Promoaktion. 10.000 Leute haben sofort abgestimmt und haben gesagt, der ist wirklich so dumm. Ich bleib bei den 2.000 Leute, die sagen,
Das ist eine PR-Aktion. Ich sag, aber wieso wird denn das nicht, wieso wird denn das nicht auf YouTube gebannt oder entmonetarisiert oder sonst was? Leute mit Kacke bewerfen? Ja. Das sind die Mysterien von YouTube. Was weiß ich? Oder mit einem nicht richtigen Corona-Test fliegen und bei dem Start einen Hund freilassen und dann dahin scheißen, Einkaufswagen klauen und Leute mit Scheiße bewerfen. In einem Video. In nur 10 Minuten. In nur 10 Minuten, ja. Ganz schön viel Content für so ein kleines Video. Leute, wir haben gerade an das Gleiche gedacht. Sie wollte gerade die Musikbox rausholen. Und dann er sagt so, mach mal Musik an. Genau, und dann ich hau so gegen diesen Baum und dann auf einmal Orangen fallen runter. Wisst ihr, wie geil das ist, Alter? Einfach in Spanien. Du haust gegen einen Baum. Einfach morgen Orangensaft. Und da kommt Früchte. Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Hey, hey, Max, bevor du dich jetzt äußerst, das sind sehr junge Menschen mit zu viel Geld. Okay, da. Ey, wie cool. Leute, jetzt mal for real. Es ist so cool. Barcelona ist so cool. Gebt euch mal einfach so viele Orangen für Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Ja, stimmt, true. Haben die sich da vielleicht auch einfach besoffen am ersten Abend? Vielleicht waren die einfach hackedicht, als sie die. Guck mal, wie er aussieht. Er sieht richtig hangover aus. Jetzt hätte er sich einfach voll die Kante gegeben in dem Video. Der hat sich einfach besoffen und dann besoffen Leute mit Scheiße beworfen und daraus ein Video gemacht. Das ist ein Contentplan. Die Nacht war an sich richtig nice. Nur das Madige war halt, Ausgangssperre ist hier um 22 Uhr in Spanien und die Restaurants haben auch nicht so lange offen. Wir wollten dann noch spontan zu Maggie gehen, aber haben wir dann doch nicht gemacht. Falls ihr weiterhin tägliche Vlogs sehen wollt, dann sprengt auf jeden Fall den Like-Button. Es macht mir so Bock, die Vlogs zu drehen. Vor allem der erste jetzt hier. Ich bin normalerweise Fortnite-YouTuber gewesen und jetzt einfach Real-Life-Content. So crazy. Ich wollte kurz schauen, wie viele Likes und wie viele Dislikes das Video hat. Ich wollte das jetzt abchecken. Und, wie viel hat's? Das hat 30.000 Likes und 25.000 Dislikes. Was? Ja. Oh mein Gott, wie nice. Guck mal, guck mal die Scheiße an. Das wäre 2017, 2016, wo die ganzen Trash-YouTuber die erfolgreichsten waren. Scheißegal. Dann hätte er 40.000 Likes und 4.000 Dislikes. Das finde ich gut einfach. Das ist krass. Das finde ich richtig krass, muss ich sagen. Das ist ein Riesenwandel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wie belaste ich nun ein anderes Land? Das Ding finde ich geil. Weiter? Ellie ja. Ist natürlich auch am Start. Sie macht gerade Frühstück. Also wir sind gerade in der Küche. Aber wir können es nicht zeigen, weil morgen kommt die Haustour. Oh Mann! Ja, aber wir sagen auch immer noch Roomtour, Wohnungstour. Auf jeden Fall, morgen kommt die Haustour, wenn dieses Video 25.000 Likes bekommt. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da. Neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Ey, wie schön wäre es einfach, wenn der sowas sagt und das Video kriegt einfach diese Likes nicht und der macht einfach keine Videos mehr. Mhm. Also ja, wenn das Video 25.000 Likes bekommt, das kriegt irgendwie nur 10.000 Likes und dann kommen einfach nie wieder Videos. Das wäre doch so geil. Wer hat da auf Like gedrückt? Warum wollen die alle Likes haben? Das ist doch völlig dumm. Das bringt ja nicht mal irgendwas. Okay. Ja, brutal. Brutal. Es gab 2016, da war ja so YouTube Trash TV am Hochpunkt. Und alle dachten sich, wie können die Millionen Klicks machen und keinen juckt's. Und die sind alle nacheinander auf die Schnauze gefallen, jeder Einzelne. Jetzt hatten wir lange Zeit alles easy und jetzt ist hier so ein neuer, ja, es ist, weißt du? Ja, aber es macht ja trotzdem, also ich meine, der hat mit dem Video trotzdem einen Haufen Geld gemacht. Ist ja egal. Ja, ist nicht egal. Geld. Ja, es ist nicht egal, wenn der weiter solche Videos macht. Wer hindert ihn daran? Also, wer ist denn die Distanz? Der guckt sich die Videos in 10 Jahren an, nimmt die alle auf privat und ist super unzufrieden mit seinem Leben. Glaube ich. Verstehst du, was ich meine? Nein, so ein Typ ist der nicht. So ein Typ doch, ist der safe. Nicht. Nein. So mit 35 wird er alles so heftig bereuen, wie er da die Hundescheiße geworfen hat und so alles. Und nein, der ganze Kack davor. Nein, der wird sich das anschauen, lachen und sagen, oh, guck mal, damals war ich jung, die Leute haben es auch noch. Das ist so nicht. Nein, Max, ganz sicher nicht. Der wird das in 10 Jahren nicht bereuen. Der bereut ja jetzt, also der bereut ja jetzt auch seine Videos. Du kannst nicht im Leben glücklich werden, wenn du Hundescheiße auf fremde Leute wirfst. Der Typ altert nicht geistlich gerade. Weißt du, was ich meine? Der hat doch schon vor über einem Jahr richtige Scheißvideos gemacht und alle haben ihn getrasht dafür, dass er Scheißvideos macht. Ja, und dann hat er 7-mal ein Video gemacht, dass er jetzt besseren Content macht. Richtig. Hat er davor ein Statement gemacht, dass er sich jetzt bessert und alles wird geiler Content und direkt im nächsten Video wirft er erstmal Hundescheiße auf Fremde. Er ist nicht selbstreflektierend. Ja, genau, der ändert sich nicht, der wird sich nicht ändern. Normalerweise, du änderst dich ja in deinen jungen Jahren auch viel mehr pro Jahr.
Weißt du, was ich meine? Du, von 16 auf 17 lernst du viel mehr als von 25 auf 26. Ja. Und deswegen, keine Ahnung, der ist bei dem ist der Zug abgefahren, dass sich da noch was ändert. Ich denke schon. Und jetzt hat Revi jetzt, just in diesem Moment, hat er gerade Beef mit dem? Ein bisschen. Das gefällt mir. Da, also, Revi hat ja auch einen Kommentar drunter geschrieben. Oh ja, echt? Das, ich das, auf, dem, das auf dem Fahrrad war ich. Du hast mich mit der Scheiße getroffen. Das gibt eine Anzeige, mein Freund. Hat 11.000 Likes. Der Fremdschadenfaktor ist auf jeden Fall sehr hoch. Turn up. Also das Cringeste am Video ist die Tatsache, dass du nur Economy fliegst. Peinlich. Von Kuchen TV auch sehr stark. Und der wird ja nur geflamed. Ey! Ja, natürlich wird er nur geflamed. Also da irgendwer schreibt geiles Video. Ist ja niemand, der das feiert. Naja, was haben wir denn? 30.000 Likes, 25.000 Dislikes. Und die Kommentare greifen ihn nur an. Aber warum muss man haten? Max, was sagst du dazu, wenn jemand fragt, warum wir ihn haten? Weil es so einen wahnsinnig schlechten Einfluss hat. Das haben 400.000 Leute gesehen. Leute, die noch mitten in der Orientierung sind. Und die sehen, dass das ganz normal ist, dass man Leute mit Scheiße abwirft. Scheiße, krank.